Wenn ihr Windows 11 von der Version 22H1 auf Windows 22H2 updaten wollt und euch irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden, weil ihr es auf nicht kompatibler Hardware installiert habt, dann wundert mich das nicht. Denn ich hatte ja schon die Vermutung, dass Microsoft mit jedem größeren Update irgendwelche Hürden einbaut, um entweder abzudaten oder überhaupt Windows 11 auf nicht kompatibler Hardware zu installieren. Den USB-Stick hier, den brauchen wir in diesem Video nicht. Wir machen das diesmal ohne USB-Stick, denn wie das mit dem USB-Stick funktioniert, das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Wir machen das diesmal am PC ohne irgendwas. Deswegen legen wir den mal weg. Alles, was ihr nämlich braucht, ist euren nicht kompatiblen PC, ein Internetanschluss, ein Monitor, eine Maus, eine Tastatur und ein Browser eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und wir haben ja aktuell Windows 11 in der Version 21H2 drauf installiert, was eigentlich schon mal nicht möglich ist. Denn wenn wir die PC-Integritätsprüfung starten, werden wir das sehen. Hier wird weder der sichere Start unterstützt, ein TPM 2.0 haben wir auch nicht, und der Prozessor wird ebenfalls nicht für Windows 11 unterstützt. Gucken wir mal einmal kurz, was wir hier systemtechnisch haben. Machen wir das mal wieder zu. Wir haben hier ein Intel Core i7 der dritten Generation 5170U mit 1,9 bis 2,4 GHz, 4 GB RAM, das reicht ja so gerade. Und mehr haben wir ja im Prinzip gar nicht. Die Festplatte ist diese hier, die ist 240 GB groß und darauf ist aktuell wirklich nur dieses Windows 11 installiert. Gut, machen wir das alles mal wieder zu und versuchen das Update auf Windows 11 22H2 zu starten. Dazu laden wir uns einmal die Windows 11 ISO-Datei runter. Die da findet ihr hier unter diesem Link. Das ist original von Microsoft. Da gehen wir ganz nach unten zu diesem Punkt hier. Download Windows 11 Disk Image ISO und sagen Select Download Windows 11 Multi Edition ISO. Und dann scrollen wir wieder ein Stückchen runter. Zu dem Punkt Download, wieder ein bisschen runter scrollen und die Sprache auswählen. Ich nehme mal hier einfach der Einfachheit halber Deutsch, bestätige das Ganze und dann können wir uns sie hier runter herunterladen, in der 64-Bit-Version natürlich. Ich habe das schlauerweise schon gemacht, damit ihr hier nicht warten müsst. Wie ihr seht, befindet ihr sich hier in meinem Download-Ordner und diese Datei könnt ihr euch runterladen, völlig egal, ob euer PC kompatibel ist oder nicht. Wenn wir einen Doppelklick auf diese Image-Datei machen, dann öffnet sie sich wie ein CD-Laufwerk und hieraus können wir auch das Setup starten. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr einfach nur ein Upgrade machen wollt. Ja, wir vertrauen dem Ganzen natürlich hier und sagen ja. Das Fenster im Hintergrund mache ich mal zu und das Windows Setup startet erstmal. Und wir machen das jetzt so, als würden wir es einfach so installieren wollen und klicken auf Weiter. Es wird nach Updates gesucht und gesucht und bumm, landen wir hier. Dieser PC unterstützt derzeit die Systemanforderungen für Windows 11 nicht. Komisch, weil Windows 11 läuft ja schon hier drauf. Okay, und jetzt umgehen wir diesen ganzen Scheiß hier. Wir schließen das einmal und besuchen diese tolle Webseite auf GitHub. Und zwar das Projekt MediaCreationTool.bat. Das ist ein Projekt, da kann man sich jede beliebige Windows 11 ISO-Datei herunterladen, die es jemals in irgendeiner Version gab. Coole Sache, brauchen wir gar nicht. Wir klicken hier auf den Punkt Code und sagen, wir möchten gerne das ZIP-File herunterladen. Dann gehen wir in den Download-Ordner. Das Fenster hier können wir schließen und alles extrahieren. Wir extrahieren das einmal, blablablub. Dann haben wir hier einen neuen Ordner in dem Download-Ordner. Da gehen wir einmal rein, dann ist hier nochmal der gleiche Ordner. Unter dem Ordner Bypass 11 findet ihr Skip TPM Check on Dynamic Update. Das ist eine Windows-Befehlsdatei und wenn wir die ausführen, dann bekommen wir mal eine Sicherheitswarnmeldung, dass hier etwas aus dem Internet kommt, welches vielleicht nicht sicher ist. Wir klicken auf weitere Informationen und sagen, trotzdem ausführen, denn wir lieben das Risiko. Die Benutzerkontensteuerung meldet sich dann wieder und wir bestätigen diese Meldung ebenfalls mit Ja. So, und jetzt wird hier diese Batch-Datei installiert und da müssen wir ein bisschen warten und dann schließt sie sich automatisch. Und das war's. Das Fenster können wir wieder schließen, beziehungsweise wir gehen wieder in den Download-Ordner und starten wieder das Setup aus der ISO-Datei, die wir uns vorhin heruntergeladen haben und gucken mal, ob es funktioniert. Bestätigen wieder mit Ja, schließen das Fenster im Hintergrund, Installation wird vorbereitet. Wenn euch jetzt was auffällt, dann seid ihr gut. Wenn nicht, sage ich euch, was euch auffallen sollte. Denn hier steht jetzt nicht mehr, hier wird Windows 11 installiert, sondern hier wird Windows Server installiert. Das ist
Halbrichtig, denn wir benutzen nur die Installationsroutine von Windows Server, installieren aber Windows 11, weil die eigentlichen Dateien für die Installation, die kommen aus der ISO-Datei für Windows 11 22H2. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht nach Updates suchen möchten und sagen weiter. Der PC wird überprüft und wir landen in den Lizenzbedingungen. Die können wir uns einmal durchlesen und akzeptieren die natürlich und sagen weiter. Wählen Sie aus, was Sie behalten möchten. Wir möchten natürlich nur ein Upgrade machen, also ein In-Place-Upgrade. Wir möchten alles behalten und sagen weiter. Installationsbereitschaft wird geprüft. Spannend. Und bereit für die Installation. Windows 11 Home installieren und bei Behalten aller Einstellungen und Dateien und Apps. Ja, genau das möchte ich. Und ich sage installieren. So, Windows Server wird installiert. Ich überspringe das Ganze mal für euch, weil das müsst ihr euch nicht reinziehen. Ich mir aber schon. So, ungefähr eine halbe Stunde später sind wir wieder in Windows 11. Mal schauen, welche Version wir jetzt haben. Und wie ihr seht, wir sind auf der Version 22H2 mit dem aktuellen Build. Und damit ihr seht, dass ich euch nicht verarsche, gehen wir nochmal in die PC-Infos, schieben das Ganze hier nach rechts. Und da seht ihr, wie eben auch, der i7-3517U mit 4 GB RAM. Nice. Das hat schon mal funktioniert. So, was wir jetzt noch machen können, nachdem wir Windows 11 in der neuen Version 22H2 installiert haben, ist die Batch-Datei wieder zu deinstallieren. Dazu gehen wir wieder in den Download-Ordner, ins Media Creation Tool, but nochmal, gehen nochmal in den Bypass 11 und führen den gleichen Script noch einmal aus. Also diesen hier, Skip TPM Check on Dynamic Update. Yep, da seht ihr es, er wird deinstalliert. Tack. Tack, dong, weg ist es. Und so schnell und einfach kommt ihr von Windows 22H1 auf 22H2. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten sehen wollt, wie ihr Windows 11 in der Version 22H2 auf eurem Rechner kriegt, dann schaut euch einfach mal meine Windows 11 Playlist an. Da findet ihr weitere tolle Videos dazu und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. So!